Wir haben hier heute einen brandneuen Optima Deluxe T75 HF mit Hubbett, mit ganz großem Bett im hinteren Bereich und auch noch ein wirkliches großes Raumbad ganz hinten. Das Fahrzeug hat 7,50 Meter Länge, ist von Hobby wirklich toll gemacht, schön aufgebaut, sehr schön beklebt, hat auch ein wunderschönes optisches Heck bekommen, jetzt ja die neue Serie. Ja, und der Kunde war jetzt hier und hat sich eine High-End-Alarmanlage von uns einbauen lassen. Ja, der Hobby Optima Deluxe ist nun absolut sicher. Wenn wir die Alarmanlage abschließen, dann überwacht die Alarmanlage sofort Schocksensoren, Neigungssensoren, alle Fenster, alle Türen. Ich demonstriere das mal kurz. Wir machen das Fahrzeug scharf. Das Fahrzeug ist verriegelt. Den Piepton haben wir rausgenommen oder Bestätigungston, da der Kunde das nicht haben möchte. Das kann man selbstverständlich auch anlassen, wenn man möchte. Das entscheiden wir bei der Programmierung. Der Wagen reagiert jetzt auf Schock. Das heißt, wenn er einen Schlag bekommt, dann sagt er entsprechend Voralarm. Lass mich bitte in Ruhe. Ist der Schlag stärker, geht das System sofort in Vollalarm. Ist auch sehr gut gegen Parkrempler oder sonstige Beschädigungen, die passieren könnten. Also ein Rundumschutz für das Fahrzeug. Wir haben gleichzeitig die Fenster geschützt. Die Alarmanlage ist ja scharf. Wenn ich jetzt die Fenster aufziehe, wir haben die angekippt, dann ist das System sofort im Vollalarm. Ich quittiere das mal eben. Wie ihr seht, Diebe haben keine Chance mehr, wenn die hier in das Fenster einsteigen, weil das System wirklich alles überwacht und sofort Alarm schlägt, wenn die Fenster bewegt werden oder wenn wir hier hinten etwa die Heckgaragentür aufmachen würden. Wir haben die jetzt aufgeschlossen, aber wenn ich die jetzt aufziehe, dann habe ich auch das System sofort im Vollalarm und der Kunde wird informiert. Sein Handy fängt an zu klingeln, er weiß sofort, was Sache ist. Er bekommt eine Meldung, eine Push-Nachricht und kann auf dem Smartphone sofort schauen, was ist mit seinem Fahrzeug. Der Alarmfall wird genau festgehalten, gesagt, dass die Klappe oder die Tür ist geöffnet worden. Dann kann der Kunde sich direkt um sein Fahrzeug kümmern oder etwa die Polizei anrufen. Also mehr geht aktuell nicht zum Thema Fahrzeugsicherheit. Selbstverständlich sind die vorderen Türen auch gesichert bei dem Fahrzeug. Ich entsperre das Fahrzeug jetzt einmal. Alarmanlage ist aus, hat dreimal geblinkt, hat uns gezeigt, wir haben einen Vollalarm gehabt. Also sollte man das nicht mitbekommen haben auf dem Tandy oder sowas, dann weiß man zumindest, wenn man ans Fahrzeug wieder geht, dass es einen Vollalarm gegeben hat. Und dann kann man anhand der Historie der Alarmeinträge schauen, was beim Fahrzeug gewesen ist. So, ich öffne jetzt auch nochmal die Zentralverriegelung, die ist jetzt auch offen. Wenn ich das Fahrzeug jetzt verschließe, vorne einmal drücken, Fahrzeug ist zu, Alarmanlage ist scharf. Sollte jetzt ein Dieb versuchen, die Scheibe aufzubrechen oder an der Tür rumbrechen, fasst rein und öffnet die Tür, dann haben wir selbstverständlich sofort einen Vollalarm, den ich wieder quittiere. Selbstverständlich ist unsere Aufbautür auch geschützt. Sollte jemand versuchen, mit einem Brecheisen oder mit einem nachgemachten Schlüssel oder versuchen, hier die Scheibe einzuschlagen und reinzufassen, geht das System sofort in Vollalarm und der Kunde ist informiert. Das Gleiche habt ihr selbstverständlich auch, wenn ihr nachts schlaft. Eure Fenster sind abgesichert, es kommt keiner mehr ins Fahrzeug rein, kann euch nachts ausrauben, wie es ja alles schon vorgekommen ist. Schaut mal in unsere anderen Videos, da haben wir mal so ein paar Sachen nachgestellt, wenn unterwegs das Fahrzeug geknackt wurde, die Sachen sind weg. Thema Wegfahrsperre, der DI-030-Schlüssel ist hier jetzt auch bei dem Hobby unsere zweite Faktor-Authentifizierung. Sollte jemand versuchen, das Fahrzeug zu starten, ohne diesen Tag lässt sich das Fahrzeug nicht starten. Sollte Ihnen jemand beides klauen, weil Sie beim Sport sind oder aus der Handtasche oder was auch immer, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, das Fahrzeug anzurufen und können das Fahrzeug über ein Kommando dann stilllegen. Das heißt, Diebe haben überhaupt keine Chance mehr, jetzt mit dem Fahrzeug irgendwas zu machen. Ja, wir haben Schocksensoren, die können wir in der Empfindlichkeit und in der, sage ich mal, Zuordnung zwischen Voralarm und Vollalarm selbst einstellen. Der Kunde kann über sein Handy, über die Smartphone-App die Empfindlichkeit der Sensoren einstellen. Das ist ein super Feature. Stellen Sie sich vor, Sie stellen das Fahrzeug irgendwo hin, auf ein Schiff oder auf einem Autozug oder was auch immer, was sich bewegt. Sie können entscheiden und könnten die Sensoren runterregeln. Der allereinfachste Weg ist, setzen Sie das Fahrzeug einfach in Home-Modus, als wenn Sie im Fahrzeug wären, weil dann werden sowieso die ganzen Bewegungs- und Schocksensoren ausgeschaltet, damit Sie sich im Fahrzeug bewegen können. Das passiert, indem man den vorderen Knopf eine Sekunde festhält, bis das System einmal vibriert und dann kriege ich auch auf dem Display ein kleines Haus angezeigt mit einem verschlossenen Schlosssymbol. So, und jetzt ist das Fahrzeug so abgesichert, dass die Fenster und Türen zu sind, aber der Wagen würde nicht mehr reagieren, wenn sich jetzt jemand im Fahrzeug bewegt oder der Kunde hat gebeten, wie kann ich denn das realisieren, weil ich habe einen Hund und den möchte ich so gerne im Auto lassen. Mir hat ein Kunde erzählt, bei seinem VW-Bus wäre das nicht möglich. Jedes Mal, wenn sie den abschließen, geht die Alarmanlage an. Hier ist es ganz einfach. Den Home-Modus einfach nutzen, dann können Sie auch Tiere oder einen Hund oder was auch immer im Auto lassen. Der Wagen ist komplett geschützt. Selbst wenn man sagt, der Familienvater geht weg, die Familie bleibt im Auto, steht vielleicht auf irgendeinem Rastplatz oder sowas, man kommt gleich wieder, dann kann man den Home-Modus anmachen. Die Familie selber ist dann komplett geschützt im Fahrzeug. Kann natürlich jederzeit raus, weil die Türen sich von innen immer öffnen lassen. Also eine super Möglichkeit,
Familie, Fahrzeug und so weiter zu schützen. Wir haben des Weiteren die Möglichkeit, einen Panikalarm auszulösen. Wenn ich die beiden Knöpfe gleichzeitig drücke, das mache ich mal, dann geht sofort die Sirene an und wenn ich das quittieren möchte, geht das nur über die Fernbedienung. Will heißen, wenn ich mich irgendwie bedroht fühle, wenn ich irgendeinen Grund habe zu sagen, ah, hier ist irgendwas, ich möchte auf mich aufmerksam machen, es gibt generell ein Problem, irgendwas, draußen schleicht jemand rum, ich fühle mich nicht wohl, kurz drücken. Selbstverständlich kann man das auch vom Smartphone auslösen. Man hat ja vielleicht, wenn man draußen ist, sieht man von Weitem, dass jemand am Fahrzeug ist. Die Reichweite ist so um die 10, 15 Meter ums Fahrzeug selbstverständlich, weil der soll ja nur beim Fahrzeug auch überhaupt den Alarm ausschalten können. Es wäre ja blöd, wenn ich das von der anderen Straßenseite oder so machen könnte und das Fahrzeug steht hier offen. Also das funktioniert nicht. Die Bluetooth-Transponder von Pandora funktionieren im Umkreis von gut 10 Meter ums Fahrzeug. Wenn ich aber Kommandos aufs Fahrzeug aussprechen möchte, die von weiter weg gehen, dann mache ich das über meine Smartphone-App und schicke das Kommando quasi über das Datennetz des Telefones an die Alarmanlage und die kann dann entsprechend diese Befehle ausführen oder auswerten. Also ich kann auch von Weitem einen Sensor oder sowas runterstellen. Wenn meinetwegen draußen ein schwerer Sturm kommt, das Fahrzeug steht draußen, würde sonst geschüttelt werden und ein Alarm geht, kann ich einfach mit meinem Smartphone sagen, ich fahre die Empfindlichkeit des Neigungssensors runter und dann bestätigt mir die Anlage, dass das gesetzt worden ist. Also gigantisch. Habt ihr Fragen zu so einem System? canfos.de/kontakt. Tragt bitte eure Daten in unser Kontaktformular ein, dann können wir direkt mit euch in Verbindung kommen. Oder ihr ruft an 04103 70 19 840 oder ihr guckt einfach hier die ganzen weiteren Videos. Vielleicht sind viele Fragen dann schon von uns schon längst beantwortet worden. Alternativ schreibt ihr auch gerne unter das Video. Aber es ist einfacher, wenn ihr unser Kontaktformular benutzt, weil das verschachtelt sich hier mit den Antworten immer und es ist immer schwierig hin und her zu schreiben. Einfacher ist es meistens dann kurz zu telefonieren. Wenn wir eure Kontakte haben, rufen wir euch auch gerne an. Ja, wenn euch das Thema interessiert, dann in jedem Fall unseren Kanal abonnieren. Wir sind die Spezialisten für Wohnmobil-Alarmanlagen und halten euch permanent dazu auf dem Laufenden. Das Canfos-Team sagt Tschüss, bleibt gesund und bis bald. Ciao.